Einen wunderschönen Tag zu einer neuen Folge von Train Simulator 21. Der Danny spielt das. Ja, wie ihr lesen könnt, stehen wir hier in Münchner Hauptbahnhof und ja, ich habe mir gedacht, wir fahren heute mal ein bisschen Triebwagen. Das habe ich in letzter Zeit so wenig gemacht und ja, da wollte ich jetzt einfach mal das ein bisschen nachholen. Wie ihr lesen könnt, sparen wir heute den Fugger-Express. Geben Sie die Türen frei und lassen Sie zunächst die Fahrgäste zusteigen. Sobald das Signal umschaltet, dürfen Sie abfahren. Ja, und damit machen wir das einfach mal. Wenn ihr mal ein wenig aufrüsten, würde ich sagen, das ist das Licht. Ich muss mich selber hier gerade mal ein bisschen zurechtfinden. Oh, das ist PZB, damit haben wir nichts zu tun. Das ist Signalhorn. Cablight. Aha. Richtungswender. Vorwärts, genau. So, gucken wir doch mal. Guckst das Ganze mal von außen an. Aha, Licht habe ich an. Wunderbar. Augsburg stimmt auch soweit. Stromabnehmer sind gehoben. Pünktlich Abfahrt. Wunderbar. Dann fahren wir los. Wollen wir mal. Auf geht's. Ach, ich fällt gerade ein. Ich habe noch rotes Signal, das heißt. Ei, jetzt fängt es auch noch an zu riechen. Werden die gleich mal stoppen. Sich erstmal. Rotes Signal. Ah, jetzt nicht mehr, jetzt dürfen wir. Wunderbar. Entschuldigung, da sind wir schon leicht zu schnell gewesen. Aber naja. Übrigens ist dies jetzt ein Szenariowunsch gewesen eines Users, eines Zuschauers und ja, ich hatte ja am Donnerstag eine Frage bei Instagram in meine Story gepackt, welche Szenarios ihr so gerne haben wolltet und ja, da hat sich ein User gemeldet, der genau dieses Szenario als Wunsch hatte und ja, dem bin ich jetzt mal nachgekommen. Deswegen jetzt der Fugger Express von München nach Augsburg mit allen Zwischenhalten. Also Pasing, Mering, Kissing, Augsburg-Hochzoll, Augsburg-Hornstädter Straße und schließlich Augsburg Hauptbahnhof. Ja. Und das bei bestem Wetter, wie man sieht.
früh morgens. So macht eine Schicht Spaß. Aber wie ich finde, ein sehr schöner Zug. Ah, dürfen auch schon 60, sehr schön. Da steht's, Fugger Express. Den fahren wir heute. So, wir dürfen 120. Und dabei hat mir doch nur mein Auge gejuckt. Da juckt einem das Ohr, man wird sofort bestraft. Aber naja, ich bin ja hier nicht auf Punktejagd, sondern ich möchte euch ein schönes Szenario präsentieren. Von daher ist das jetzt nicht so weltuntergangsmäßig schlimm. So, sind wir auch gleich schon im Parsing. So, wir haben Rotnest als erstes Signal. Ah, mittlerweile aufgehoben, sehr schön.
Das geht tief ins Minus. 330 Miese. Ja, kann man sich schon mal leisten. Naja. Ich werde auf jeden Fall Pünktlichkeitsbonus bekommen von 125 Punkte. Da bin ich schon fast wieder am Plus. So, wir geben die Türen frei. Begeben uns mal nach draußen. So, machen jetzt mal schnell ein schönes Screenshot. Wunderbar. So. Da hinten im Hintergrund dreht sich der Kran. Ob gewollt oder nicht, ob durch den Wind oder durch Menschenhand, man weiß es nicht. Aber was man natürlich weiß, dass die Kräne, heißt die Kräne ja, sich im Wind drehen und nicht steif sind. Von daher, so, aber wir dürfen jetzt abfahren. Da ist doch irgendwo was zugegangen. Wir haben sogar Doppeltraktion. Wunderschön. Nächste Station Mering, die allerdings schon etwas weiter entfernt ist, knapp 40 Kilometer. Und ja, aber das wird wohl nichts machen. So, das. Oh, gleich dürfen wir mal richtig Gas geben, beziehungsweise Leistung aufschalten, wenn man das so sagen darf. Da höre ich doch einen Zug. Güterzug. Nice. Mit einer 101 davor. Auch selten. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Normalerweise ziehen das doch meistens 185er. Weil das eine 101 vom Güterzug parkt, wird es parkt, sage ich schon. Dass eine 101 vor einem Güterzug gespannt wurde, ist mir neu. Dürfen wir endlich mal ein bisschen aufschalten, ja. Zeigen, was der kann.
volle Möhre. Ich bin mal gespannt, ob das geklappt hat. Ah, nee, das ist zu schnell, das ist zu schnell. Ah, IC3. Übrigens, falls ihr hier zwischendurch Vögel zwitschern hört, das kommt jetzt nicht vom Szenario, sondern von mir hier zu Hause, weil ich die Fenster los habe, beziehungsweise die Terrassentür, weil ja, es ist doch so saumäßig warm und so kommt jetzt etwas Luft rein. Ja, ich hoffe, es ist okay, aber ich glaube, es ist verständlich. Weil es ist doch schon unerträglich warm. Eieieiei. Das gibt einen Minusrekord, würde ich sagen. Aber wie gesagt, es geht mir nicht um die Punkte. Ich würde sagen, damit endet die Aufnahme abrupt. KI-Lokführer IC 619 hat die Strecke auf dem Längengrad 11
14, 11:45, 59,6 blablub verlassen. Das ist jetzt natürlich, ja, wie soll ich sagen? Ja, ich sag's wie es ist. Scheiße. Dann suchen wir uns was anderes aus, weil, ja, das sollte so nicht sein. Was nehmen wir denn da? Tja. Nehmen wir das. Also an alle, die jetzt sich erhofft hatten, mit dem Fugger Express weiterzumachen, ja, ihr habt es gesehen. Ich kann es nicht ändern. Ach ja, dann fahren wir halt ICE. War auch schon lange nicht mehr gemacht. Das sind halt Sachen, die unvorhergesehen sind, wo man nichts für kann, was einfach passiert. Man steckt nicht drin. Aber naja, was soll man machen, ne? Ja, die Ladezeiten, wenn die nicht immer so lang wären.
kann man da irgendwas dran ändern, dass das nicht mehr so lange dauert, weil, ja, wie soll ich sagen, es ist ziemlich nervig. Um es mal geschmeidig auszudrücken. Oh Mann, sorry Leute, ich kann nichts dran machen. Ich hoffe, es ist okay. Ah, ja, wie man sieht, habe ich nicht alle DLCs, aber ich denke, darüber kann man hinwegsehen. Hoffe ich. Ja, wir öffnen die Türen. Klettern erstmal rein. So, das funktioniert. Zack. So. AFB. AFB. Können wir mal mit AFB fahren? Und ab die Post. Oh, schöne Doppeltraktion. Wunderschön, wunderschön.
So. Bin ich schon lange nicht mehr gefahren, ICE 3. So, LZB hat sich auch eingeschaltet. Wunderschön. Können wir die AFB mal richtig hochschrauben. So. Oh, da steht eine schöne Diesellok. Naja, ich denke, ich hoffe, das ist jetzt ein adäquater Ersatz für den Fugger Express. Aber wenn ihr von Anfang an gesehen habt, dann wisst ihr ja, warum das so gekommen ist, wie es gekommen ist. Auch wunderschön, oder? Wunderschön. Wie er sich in der Kurve liegt. Herrlich. Einfach nur geil.